Siegfried Lauterwasser war, man muss sagen, der wichtigste Fotograf, mit dem Herbert von Karajan zusammengearbeitet hat. Es war der Fotograf, dem er, glaube ich, auch bedingungslos vertraut hat. Also vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen bei der Deutschen Sehr Grammophon und gerne. dass Sie uns heute hier Ihre Schätze ausgelegt haben zum Thema Herbert von Karajan. Vielleicht können Sie sich ja mal vorstellen, Sie sind die Frau. Barbara Lauterbach und ich betreue das Bildarchiv der Deutschen Grammophon seit 8 Jahren. Bin Kunsthistorikerin mit Schwerpunkt Fotografie, habe unter anderem auch über eine Theaterfotografin, Avisaq Tüllmann, gearbeitet an einem Ausstellungsprojekt und habe da gemerkt, dass ich gerne mehr Musik in meinem Leben haben möchte, wieder mehr Musik in meinem Leben haben möchte. Und habe dann zufällig erfahren, dass die Deutsche Grammophon jemand sucht, der sich um ihre Bilder kümmert. Und seitdem arbeite ich hier. Wenn Sie sagen, wieder mehr Musik, haben Sie sozusagen auch einen musikalischen Background? Ich habe Klavier gespielt als Schülerin, wie man das halt so macht. Aber darüber hinaus bin ich natürlich Opernfan und liebe auch verschiedene andere Musikarten. Aber ja, mein Herz schlägt für die Klassik. Und da ja Herbert von Karajan so wichtig ist für die Deutsche Grammophon, gibt es natürlich wunderbares Material, vor allem Fotomaterial von Herbert von Karajan, das sozusagen hier in verschiedenste Bereiche gegliedert ist. Vielleicht können wir mal darüber sprechen, wie kommt denn dieses Fotomaterial oder wie ist es zu Ihnen gekommen ins Archiv? Also unser Fotoarchiv, das speist sich aus verschiedenen Quellen. Einerseits machen wir eben eigene Fotoshoots, also auch schon zu Karajans Zeiten haben wir die Fotosessions in Auftrag gegeben und die Fotografen hingeschickt zu den Aufnahmen oder auch noch gerne mal nach Hause als Home Story. Das sind Bilder, die wir für Presse, für unsere Produkte verwendet haben. Und darüber hinaus haben uns natürlich auch die Künstlerbildmaterial zur Verfügung gestellt, das sie selber eben für solche Zwecke auch hatten anfertigen lassen. Das wird genauso bei uns archiviert, weil man nie weiß, wann wir das mal wieder brauchen können. Da werden dann selbstverständlich die Rechte recherchiert und entsprechend dann im Produkt verwendet oder nicht. Apropos Produkt, die Fotos werden ja jetzt auch noch für Produkte verwendet. Und wir haben jetzt da zum Beispiel ein sehr aktuelles Exemplar. Genau. Die Karajan Beethoven-Ausgabe in Dolby Atmos. Und da ist ein Foto verwendet worden von Siegfried Lauterwasser. Genau, Siegfried Lauterwasser war, man muss sagen, der wichtigste Fotograf, mit dem Herbert von Karajan zusammengearbeitet hat. Es war der Fotograf, dem er, glaube ich, auch bedingungslos vertraut hat. Lauterwasser hatte scheinbar die Gabe, sich unsichtbar zu machen und so wenig wie möglich auch den kreativen Prozess bei den Proben, bei den Konzerten zu stören, und durfte deswegen eigentlich machen am Set, was er wollte und hat dadurch auch diese unglaublich intimen Aufnahmen geschaffen, wo man das Gefühl hat, man ist wirklich dabei bei der Aufnahme oder bei den Konzerten. Und man sieht ja bei den Lauterwasser-Fotos, dass er so einen ganz eigenen Stil gehabt hat. Woher kommt das? Sie haben da erwähnt, dass er eigentlich aus einem anderen Bereich die Also er hat Fotografie kommt. Fotografie gelernt, aber er ist eben nicht nur Porträtfotograf gewesen. Also er hat ein Fotogeschäft betrieben, das im Übrigen bis heute besteht. Wir haben auch bis heute immer noch sehr guten Kontakt zur Familie Lauterwasser, die sich immer freuen, wenn wir ihre Bilder auf den Produkten abbilden. Aber Siegfried Lauterwasser war auch ein wirklicher Künstler, war Mitbegründer der Fotogruppe Fotoform, die nach dem ja, in der jungen Bundesrepublik versucht hat, ganz neue Ansätze in der Fotografie zu verfolgen. Und das war einer seiner Arbeitsgebiete. Man sieht jetzt auch anhand des Archivmaterials, dass
immer wieder Serien entstanden sind und sich dann Karajan für eines dieser Fotos entschieden hat. Wir haben zum Beispiel hier eine Serie herausgesucht. Also wir haben hier eine Serie von Siegfried Lauterwasser aus dem Jahr 1963. Und da hat nur ein Bild aus der Serie dann auf das Cover geschafft. Vielleicht könnten Sie uns die Serie ein bisschen zeigen. Genau, also der Auswahlprozess, bis wir zu einem Cover kommen, das ja dann in der ganzen Welt verbreitet wird und auch damals schon in der ganzen Welt verbreitet wird, ist ein Prozess, den wir in enger Auswahl mit dem Künstler immer durchführen, weil wir natürlich möchten, dass der Künstler mit seinem eigenen Bild auch zufrieden ist. Ich glaube, das ist aufs Cover gekommen. Und man sieht, dass eben Herr Lauterwasser ihm näher gerückt ist, dass er sich wieder entfernt hat. Die Reihenfolge können wir jetzt hier anhand dieser Bilder nicht unbedingt nachvollziehen. Da müsste man an die Kontakte gehen. Und dann gibt es verschiedene Spuren der Entwicklung in der Dunkelkammer. Sie sehen, das ist ein bisschen gelblicher getönt. Die anderen sind ein bisschen stärker ins härtere Weiß gegangen. Also es ist ein sehr langwieriger Auswahlprozess und irgendwann fällt man dann eine Entscheidung, die hoffentlich in beider Sinne ist. Also das Cover muss einerseits eben ja öffentlichkeitswirksam sein im weitesten Sinne und darüber hinaus auch das Besondere etwas verdeutlichen, was den Künstler und seine Persönlichkeit und vielleicht auch sein Musizieren ausmacht. Mhm. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, wenn Sie jetzt sagen, es geht um Freigaben und sozusagen den Auswahlprozess, da haben wir auch Beispiele für Fotos, die sozusagen die nicht erwünscht sind. Da haben wir zum Beispiel, was ich kann es nicht so ganz sehen. Jetzt No heißt das. No. No in Großbuchstaben und Ausrufezeichen, also deutlicher geht es eigentlich nicht. Das ist ein Bild, das Herbert von Karajan vor einem Gemälde seiner Frau zeigt, also Eliette von Karajan, und das offensichtlich schon mal freigegeben worden war, sonst würde man nicht jetzt schreiben. Das können wir anhand dieser Quelle, das sind ja auch immer Quellen, die wir haben, nachvollziehen, und das dann nachträglich zurückgezogen worden ist. Den Grund kennen wir nicht unbedingt, weil der Schriftwechsel nicht in dem Umfang erhalten ist. Das waren ja auch teilweise mündliche Entscheidungen, die man im Gespräch mit dem Künstler getroffen hat. Aber solche Wünsche erfüllen wir natürlich und ziehen das Bild dann auch zurück, wenn es nicht sowieso schon in der ganzen Welt verbreitet ist. Das ist ab einem bestimmten Punkt nicht mehr durch uns zu kontrollieren. Ja. Damals vielleicht noch eher, als das Bild verwendet wurde, 1987, aber heute ist es sehr viel schwieriger. Und Sie haben nicht nur Fotoserien für Produkte in dem Archiv, sondern auch zum Beispiel Dokumentarisches, wie wir haben hier die Präsentation der CD in genau, New York. Genau, der ersten CDs in New York bei einem scheinbar Showcase, den die Deutsche Grammophon und Magnavox organisiert hatten. Und das sind Pressebilder, die eben auch zu uns kommen. Also die haben wir sicher vom Fotografen bekommen. Da ist nicht ganz sicher, ob wir den beauftragt haben oder ob wir uns das Bild im Nachhinein besorgt haben. Es war auf jeden Fall natürlich ein lokaler Fotograf in New York. Hat man dann natürlich einen New Yorker Fotografen und schickt nicht unbedingt jemanden aus Deutschland hin. Den anderen Aspekt von Karajan, Karajan im Tonstudio sehen wir hier, so wie man ihn kennt, und auch Karajan als Regisseur. Um was für eine Serie handelt es sich da? Das war der Carmen-Film, der nach der Inszenierung aufgenommen worden ist und 1967 dann veröffentlicht wurde, wo Karajan ganz intensiv Regie geführt hat. Er war ja ein wirkliches Universalgenie, nicht nur Musiker, sondern auch ein unglaublich visueller Mensch, und hat darüber hinaus, das sehen wir hier, wenn wir diese Bilder haben, größten Wert auch darauf gelegt, dass die Bilder perfekt sind, die von ihm im Umlauf sind. Also er hat einerseits zum Beispiel dem Herrn Lauterwasser freie Hand gelassen, aber trotzdem war er ein medial sehr bewusster Mensch. Und das kann man auch diesen Bildern ansehen, wobei da auch natürlich Motive dabei sind, die aus dieser Nähe natürlich auch ihren besonderen Reiz haben, weil da auch lustige Szenen dabei sind, die man jetzt nicht unbedingt vielleicht als Pressefoto in die Welt hinausgeschickt hätte, die aber einfach aus einer Situationskomik heraus entstanden sind.
Und man sieht, er hat in dem Film auch selber mitgewirkt. Genau, ja. Genau. Mit Kostüm und Requisite und allem drum und dran. Und da sieht man auch eine Besonderheit von Karajan beim Inszenieren. Weil man sieht ihn hier mit einem... Genau, er hat einen kleinen Kassettenrekorder. Also das heißt, die Musik war vorher aufgenommen worden. Und er hat auf den Takt genau eben inszeniert. Das macht, glaube ich, auch den Reiz seiner Inszenierungen aus, dass sie vom Musikalischen her gedacht sind. Also ein Regisseur ist ja normalerweise kein Musiker. Es ist ein Glücksfall, wenn er viel von Musik versteht oder sie. Aber dass in dem Fall sowohl das Musikalische als auch das Inszenatorische und das Visuelle zusammentreffen bei Karajan, das ist wirklich außergewöhnlich. Und durch diesen Arbeitsprozess sind ja viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen worden, sozusagen. Einerseits, dass es vorher schon die Aufnahme gegeben hat und andererseits, dass sich der Opernsänger wirklich auf die Inszenierung konzentrieren konnte, genau, und auf die, genau, Bewegungsarbeit. Genau. Und zum Thema Serien haben wir auch hier auch noch was sehr Schönes, nämlich den Privatmann Karajan in verschiedenen Facetten. Genau, da hat Siegfried Lauterwasser Herrn Karajan privat bei sich zu Hause besucht. Einen Moment. Ich nehme an, das war Mitte der 60er Jahre, würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaube, das war das Haus in Mauerbach. Ja, mhm. War das später dann? Oder? Nein, das stimmt ja, schon. Ja, also, müsste hinkommen. Ja. Und man sieht ihn einerseits eben hier im Kreise seiner Familie, das ist der Kontaktbogen. Man sieht, dass die zum Beispiel dann auch rausgegangen sind auf das Feld. Iliette und Karajan ganz alleine, dann hier auch bei einem Glas Wein im Garten. Man sieht hier auch besonders schön, finde ich, diese sehr enge Beziehung zwischen den beiden. Mhm. Also wie nah sich dieses Paar war und was das für eine besondere Chemie auch zwischen den beiden waren. Und dann sieht man aber auch, dass Herbert von Karajan ein ganz normaler Mensch war, der seinen Hund gestreichelt hat und mit den Kindern im Garten ausgelassen gespielt hat und herumgetobt, ja, ist und mit ihnen auf Holzstapel geklettert ist, da haben wir ein sehr schönes Motiv auch. Und man sieht auch, dass ihm auch das wichtig war, dass, ja, auch das Teil von Karajan war. Willkommener Ausgleich zu dem intensiven Musizieren. Er hatte auch sehr berühmte Hobbys, berühmt deswegen, weil dabei so schöne Fotos entstanden sind. Ja, und meistens war Geschwindigkeit dabei. Ja, absolut. Karajan beim Segeln, ja. 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 Gibt es auch einige Fotos noch mit seiner Tochter Isabel, die auch bei der Regatta mitgemacht hat. Und dann... Dann gibt es diese sehr schönen Motive von Gabriela Brandenstein, die ihn zu Hause besucht hat im Winter. Und da ist auch teilweise auch auf Langlaufskiern kann man ihn sehen. Und das ist auch... Und das ist auch ein Foto, das dann auch als Cover... auf dem Cover verwendet worden ist, genau. Ja. Mhm. Also wir haben hier noch ein... sehr aktuelles Produkt, das von einem Künstler gestaltet worden ist. Genau. Herbert von Karajan, die neuen Beethoven-Symphonien. Um welchen Zyklus handelt es sich da? Das handelt sich um den Zyklus aus den 60er Jahren, der, glaube ich, 1962 vollendet worden ist, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Das ist der legendäre Zyklus der Beethoven-Symphonien. Der war aufnahmetechnisch herausragend, der war interpretatorisch herausragend, er ist immer wieder neu aufgelegt worden und aus Anlass des 120-jährigen Jubiläums der Deutschen Grammophon hat man diesen Zyklus eben dann besonders gewürdigt, indem man ihm einem Künstler anvertraut hat, Gregor Hildebrand, Professor an der Kunsthochschule in München, der hier in Berlin lebt und der sich in seinem Werk als zeitgenössischer Künstler intensiv mit Tonbändern beschäftigt, mit Vinyl als Material, also dem Material von Musik, also den, oder besser gesagt Tonträgern, unsere Vinylbox zum Anlass genommen hat, um sich damit zu beschäftigen und auch mit Bildern gearbeitet hat, die in dieser Box damals enthalten waren. Und man sieht, wie er damit gearbeitet hat, wenn man hier das originale Bild anguckt von Siegfried Lauterwasser von 1963, also kurz nach der Vollendung des Zykluses, hat er hier Kassettenband aufgeklebt und man hat das Gefühl, das Bild wird dadurch erst final. Man hat das Gefühl, er
Karajan schlägt mit diesen sehr ausdrucksvollen Handbewegungen eine imaginäre Harfe an. Also das war mein erster Eindruck, als ich den Entwurf von Gregor Hildebrandt gesehen habe. Also diese ganz besondere Handhaltung und diese Energie, die sich darin auch kristallisiert, die wird von Hildebrandt eben aufgenommen und ja zu etwas ganz Neuem gemacht, zu einem zeitgenössischen Kunstwerk. Sehr schön. Mhm. Und da kommt auch ein recht bekanntes Foto drin vor. Und zwar, hier sieht man die ganze Serie. Das war Karajan in der Philharmonie mit diesen Scheinwerfern im Hintergrund. Genau, diese eigentlich wunderbaren Lampen, die ja hier aussehen wie Sterne. Aber man wollte dann offensichtlich oder hatte den Eindruck, dass dieses Lichtermeer im Hintergrund zu stark von Karajan ablenkt und hat die eben dann ganz klassisch wegretuschiert, indem mit in der Dunkelkammer beziehungsweise im Fotolabor dann mit schwarzer Retusche-Tinte im Hintergrund diese Lichtpunkte entfernt wurden. Und heraus kommt ein Bild, das natürlich auch in der Konzentration auf das Schwarz-Weiß und auf das Gesicht und auf diese ausdrucksvolle Arm- und Handhaltung der Inbegriff eigentlich von Karajans Dirigierkunst und Aura ist. Sehr schön. Dann danke ich Ihnen sehr, dass Sie uns heute Ihre Schätze gezeigt haben.